Heute in der Folge geht es um den Strukturblock. Wir können damit nicht nur kopieren, sondern auch animieren und drehen. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Zuallererst würde ich mal sagen, dass wir uns den Block einmal rausholen. Wir machen mal unser Chatmenü auf, gehen mal natürlich jetzt hier mal so einen schrägen Strich rein. Dann müssen wir auf Englisch natürlich erstmal so schreiben, dass wir es uns holen können. Also gehen wir mal auf GIF, dann holen wir uns mal unser Add-Zeichen. Dann können wir natürlich noch einstellen, für wen wir das jetzt holen wollen. Ich empfehle dir einfach mal das S, ne, für uns selber. Und dann können wir schon reinschreiben, dass wir uns den holen. So, ganz einfach hier Strukturblock. Und dann können wir uns den einmal hier schon rausholen. Ich habe mir auch gleich noch die Strukturlehre einmal geholt. Das ist dann einfach mit Struktur Void. Kann man sich das dann einfach holen. Das ist einfach nur nochmal ein Block, mal kurz zu sagen. Das ist wie so ein leerer Luftblock. Wenn ihr den, sag ich mal, mit rein kopiert in euren Strukturblock, ne, wird dieser Bereich nicht verändert. Das heißt, wenn ihr das denn, sag ich mal, woanders hin kopiert und da habt ihr dann, sag ich mal, Erde, genau jetzt an dem Punkt, wo wir denn, sag ich mal, den haben, bleibt das dann auch Erde. Hier erstmal gehen wir auf das Leichteste ein. Und zwar müssen wir erstmal gucken, was wir alles damit machen können. So, der normale Bereich ist immer 5x5, den wir hier haben. Ich habe da ein paar Sachen schon mal drin platziert, um mal zu gucken, wofür was ist. So, wir können natürlich einmal natürlich die Maßen eingeben. Ne, wir haben einmal Länge, Höhe und Breite, die wir hier einstellen können. Geht es auch in die Off-Seiten, dass man, sag ich mal, den Kasten noch verschieben kann. Aber darauf gehen wir noch später ein. Dann haben wir einmal hier, was so ein bisschen interessant ist, vielleicht Objekte einbeziehen. Ich habe hier schon mal so ein paar Sachen reingemacht, um mal zu gucken, wofür das ist. So, Objekte einbeziehen betrifft eigentlich hauptsächlich Sachen, die man auch bewegen kann. Zum Beispiel NPCs kann man bewegen, Boote kann man bewegen, Schienen kann man bewegen und Rüstungsständer. Was interessant ist, also normale Gemälde fallen auch unter Objekte weg. Was komisch ist, Gegenstandsrahmen fallen darunter aber nicht weg. Genau das gleiche betrifft auch Banners, wo ich eigentlich denke, Banners, könnte man ja eigentlich auch so wie Gemälde oder Gegenstandsrahmen einordnen, aber die zählen wohl doch mehr als Blöcke und von daher kann man die leider nicht nehmen. Genauso wie Schilder, da auch mal beides ausprobiert, einmal ein Schild, was auf dem Boden platziert ist, könnte man sagen, okay, aber was jetzt an der Wand ist, könnte ja auch sein, dass das dann vielleicht nicht geht. Naja, das ist so halt ein bisschen interessant, ne? Was halt, sag ich mal, einbeziehen werden kann von Objekten oder nicht. Natürlich geht das Ganze auch dann halt mit Blöcken und da seht ihr, dann fallen dann die anderen Sachen weg. Ne? Das, was wir vorher nicht, das fällt damit weg. Also kann man sich dann aussuchen, was man, sag ich mal, denn hier einfach auch nur bewegen möchte. So, Redstone-Speichermodus ist eigentlich relativ egal, das brauchen wir erstmal nicht zu wissen. Begrenzungsrahmen ist dann einfach, dass ihr, sag ich mal, diesen Kasten ausmachen könnt. Ist auch hier in der normalen Welt, wenn ihr hier draußen seid aus dem Block, auch unsichtbar. Ne? Das heißt, niemand sieht dann, sag ich mal, hier diesen Begrenzungsrahmen, was da eigentlich befasst. So, dann haben wir schon mal gelernt, was man, sag ich mal, alles einbeziehen kann und halt was nicht. Jetzt geht's mal ran, dass wir uns mal damit befassen, unseren Konstruktionslehre zu benutzen. Und zwar möchte ich jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, wie machen wir das am besten? Einfach mal möchte ich mir jetzt hier, wir machen das einfach mal so, dass wir uns erstmal hier ein Loch einfach reinbasteln. Einfach mal zum Gucken. So, wir haben jetzt hier, sage ich mal, ein kleines Loch drin und ich möchte jetzt an sich nur jetzt hier in der Mitte ein Loch haben. So, das heißt, ich platziere mir jetzt hier einfach meine Konstruktionslehre an der Seite. Und dann würden wir theoretisch nur hier in der Mitte ein Loch haben. Das andere, was ich jetzt hier weggehauen habe, würde dann wieder ersetzt werden durch Erde. So, wir speichern das einfach mal ab und da T für Test. Ne? So, dann setze ich mit diesem Block einfach mal hier nochmal dann genau daneben hin. Wir sehen, die Rahmen sind auch perfekt nebeneinander. Und dann gehe ich jetzt einfach mal hier rein, gehe auf Laden und gebe mal T für Test ein. So, jetzt sollten wir genau in der Mitte nur das Loch haben. Tata, tata, seht ihr? Es ist natürlich nicht ganz bis nach unten gegangen, weil ich das natürlich nicht so weit abgespeichert habe nach unten. Ne? Dann ist ja klar, dass er nur hier in der Mitte einmacht. Aber ihr seht, alles andere, was wir jetzt, sage ich mal, hier mit der Strukturlehre gefüllt haben, ist dann hier mit Erde geblieben. Weil das wird dann nicht verändert, der Bereich. Ne? Kann man mitarbeiten, wenn man möchte. Muss man nicht. Also ich verwende es eigentlich so gut wie gar nicht, aber es gibt's. Ne? Man geht's. Also von daher kann man es verwenden, wenn man es braucht. So, jetzt geht's ran, dass wir Sachen drehen können. Ist ganz wichtig, eigentlich für Sachen, wenn du dir irgendwas Großes bauen willst, was kreisförmig ist oder halt einfach ein paar Ecken, die du, sag ich mal, nicht immer spiegeln, also spiegelverkehrt bauen möchtest. Ne? Das kannst du jetzt einfach kopieren und drehen halt. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel einen Kreis. So, so sieht der Kreis halt erstmal fertig aus. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen was weg. So, dass wir eigentlich nur mit einer Ecke anfangen. So, die Ecke, zack, ne, haben wir jetzt hier ganz einfach. Das können wir jetzt einfach mal hier abspeichern. Ich speichere das jetzt einfach mal unter 1 ab. So, dann nehmen wir uns einfach mal den Konstruktionsblock mal raus und müssen jetzt einfach nur so darauf achten, dass wir zum Anfang einfach so machen, dass wir den natürlich aufs gleiche Maß haben. Das ist dann im Endeffekt dann sowieso egal. Aber wir fangen dann so erstmal an, dass wir sehen, so Kasten an Kasten, überall gleich. Ja, dass wir erstmal so beginnen. Wir haben jetzt hier natürlich was sehr Simples, Einfaches, ne? Leicht zu überschauen.
Jetzt geht es natürlich los, dass wir jetzt hier einmal reingehen. Gehen auf Laden. Und natürlich jetzt unter das, was wir abgespeichert haben. Bei mir habe ich es jetzt einfach natürlich unter der 1 abgespeichert. Danach gehen wir dann einmal runter. Und dann interessiert uns jetzt natürlich jetzt einmal Rotation. Man kann auch mit Spiegeln arbeiten, wenn man möchte. Aber ich finde Rotation irgendwie sinnvoller. Und da gehen wir einfach mal rein, machen wir erstmal 90 Grad. So, dann drücken wir auf mal Laden. Und dann, ihr seht, es hat sich gespiegelt. Und jetzt ist es jetzt perfekt hier verbunden. Wir können es nochmal machen. Gehen hier wieder rein. Laden. Unter was haben wir es abgespeichert? Unter der 1. Gehen hier einmal wieder runter. Und dann können wir hier Rotation, ich würde das jetzt auf 180 mal machen. Dann gehen wir wieder auf Laden. Und zack, ihr seht, hat sich wieder perfekt verbunden. Und so kriegen wir eigentlich unseren Kreis wieder komplett zusammen. Dann gehen wir auch wieder hier rauf. Gehen wieder laden. Machen wieder unser 1 rein. Und jetzt müssen wir das natürlich nochmal erweitern. Gehen auf Maximum 270. Können das hier nochmal drehen. Tadadada. Und schon haben wir unseren Kreis perfekt. Du kannst natürlich jetzt auch wieder in den Kasten reingehen. Falls du dich natürlich verbaut haben solltest oder so. Ne, dann kannst du das, sag ich mal, jetzt müssen wir natürlich auf Laden gehen. Und kannst das auch wieder rückgängig machen. Ne, wenn du meinst, oh, ich habe mich verguckt, das hat doch nicht so gepasst, wie es wollte. Ne, dann kannst du es machen. Ich sag mal, der Bereich wird ja, sag ich mal, nicht anders verändert, als du, sag ich mal, den Kasten hier hast. Ne, solltest du irgendwie hier nebenan noch ein Haus haben, wird da ja nichts passieren. Solange es, sag ich mal, nicht im Kastenbereich ist. Ne, der verändert ja nur alles, was im Kastenbereich ist. Das ist natürlich schön. Von daher können wir dann hier wieder raufgehen. Wir sehen, es war doch richtig. Gehen wieder auf 270 und unser Kreis ist fertig. Im Nachhinein kannst du natürlich dann hier überall deine Blöcke wieder entfernen. Und dann hast du deinen Kreis fertig gebaut. Ohne den komplett zu bauen. Ist natürlich für große Sachen natürlich ideal. Jetzt ist natürlich die Frage, für was für ein Umfang kann man das Ganze machen? Da kannst du einfach mal in den Block reingehen und einfach mal ausprobieren. Sagen wir einfach, ich möchte jetzt so 777 Blöcke kopieren. Ha, da sehen wir, geht gar nicht, weil wir nur auf einen Bereich von 64 mal 64 uns was kopieren können. Anders sieht es natürlich mit der Höhe aus. Da können wir das so hoch machen, wie das Spiel geht. Bei mir sind das hier noch 224 Blöcke. Und so hoch kann ich den auch kopieren. Geht natürlich auch dann wieder runter. Ne, wir haben ja das Offset. Falls du natürlich jetzt deinen Block hier nicht ändern willst von der Position, kannst du auch mit der Offset arbeiten. Ich mache hier das mal wieder ein bisschen kleiner. Oh, dass wir natürlich jetzt hier nicht so ein großes Maß haben. So, ich mache das mal einfach auf 7,7 und ich möchte jetzt ein bisschen tiefer gehen. Das heißt einfach hier Minus, ne, das ist dann immer klar. Also das wäre jetzt hier Plus, Größe ist immerhin Plus. Und hier müssten wir dann mit Minus ein bisschen arbeiten. Kannst auch mit Plus arbeiten. So, da möchte ich dann, sage ich mal, noch runtergehen. Und aber, da wird jetzt der ganze Block versetzt. So, da würde ich mal hier runterbuddeln. Und ihr seht, dann ist der Block hier unten. Das heißt, ihr könnt euch das natürlich überall woanders hinsetzen. Würde ich das natürlich ein bisschen höher haben. Dann gehe ich jetzt hier mal auf 70 und da seht ihr, Offset setzt, sag ich mal, dein Maß, wie du halt, wo du dir was machen willst, woanders hin. Hier stellst du, sag ich mal, den Kastenbereich ein und hier, wo der Kasten sein soll. So, jetzt haben wir den Kasten natürlich ein bisschen nach unten gesetzt, den will ich jetzt wieder nach oben holen. Kann ich jetzt auch ruhig mal einfach mal ganz normal machen. Also wenn ihr kein Minus macht, ist das immer Plus. Müsst ihr euch mal merken, das ist immer Plus. Dann können wir den Kasten auch nach oben setzen. Jetzt möchte ich den noch ein paar Blöcke versetzen, den Kasten. Dann mache ich mal um 7. Und jetzt seht ihr, 7 Blöcke weiter ist jetzt der Kasten. So könnt ihr auch arbeiten. Ist ein bisschen umständlich, sage ich mal, den Kasten so hin und her zu platzieren, weil ihr immer mehr gucken müsst. Von daher empfehle ich euch einfach immer gleich euren Block dann, sage ich mal, ans Bauwerk ranzusetzen, was ihr denn, sage ich mal, kopieren wollt. Ne? Einfach dann so. Und dann habt ihr, sag ich mal, schon das Maß, wie ihr es kopieren wollt. Aber da müsst ihr mal ein bisschen rumfummeln. So, dann haben wir schon gelernt, wie man kopiert und dreht. Jetzt gehen wir noch ran ans Animieren. Das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar müssen wir hier Bild für Bild arbeiten. Ich habe jetzt einfach mal als Beispiel eine schöne Fahne genommen. Und da können wir einfach Bild für Bild malen. Ihr verändert immer wieder das Bild. Es ist immer auch eine bessere Animation, je mehr Bilder du verwendest. Zum Beispiel nehme ich jetzt einfach mal 3. Ist eine sehr einfache Animation, seht ihr auch gleich. Und die würde ich mir immer abspeichern. Ich habe jetzt hier bei der Flagge einfach mal F1 gemacht. Dann einfach das Bild hier F2 genannt. Und dann das Bild hier F3 genannt. Und immer halt irgendwas verändert in jedem Bild. Jetzt wollen wir das Ganze zu einer Animation machen. Dafür können wir eine ganz einfache Glocke uns hier einmal basteln und platzieren auch wieder hier unsere Blöcke. Da setzen wir dann auch wieder F1 rein, F2 und F3. Jetzt kommen wir natürlich dazu, unseren Kasten dann auch zu versetzen. Das müsst ihr dann individuell für jeden eurer Blöcke machen. Da gehen wir dann ins Offset rein und setzen uns den so ein bisschen überall hin. Ich nehme jetzt einfach mal Beispiel jetzt hier einfach irgendeinen Block. So, nehmen wir mal hier. Und jetzt möchte ich gerne, dass dieser Kastenbereich auf einer bestimmten Position ist. Das heißt, ich gehe mal oft in diese Offset rein. Und möchte jetzt hier um 2 mir das versetzen.
So, jetzt habe ich mir den Kasten hier hingesetzt und jetzt setze ich mir noch einen Block hin und möchte jetzt diesen Kasten, oder sagen wir mal, machen wir mal ein bisschen weiter weg, so, diesen Kasten genau in diesen Kasten reinbekommen, um, sage ich mal, die Animation hinzubekommen. Das heißt, wir müssen jetzt hier reingehen und dann müssen wir hier wieder ein bisschen rumfummeln. Und jetzt gehe ich mal hier rein und mache hier mal drei Blöcke rein. Sehen wir, passt noch nicht. Wir müssen noch insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, nochmal 5 gehen. Das heißt, wir müssten jetzt hier insgesamt eine 8 reinmachen. Zack, und dann seht ihr, sind die beiden Rahmen miteinander verbunden. Das heißt, wenn wir jetzt in beiden unsere Animationscodes eingeben würden, würde das da drin spawnen und halt eine Animation ergeben. Wie das funktioniert, wollen wir auch jetzt mal sehen. Und zwar spielen wir das Ganze jetzt hier einmal ab. Wir machen mal kurz die Glock an. Ihr seht, durch das Redstone-Signal werden die alle kurz animiert oder halt aktiviert und schon wird die Animation losgegangen. Also wird sie aktiviert halt. Es ist natürlich jetzt eine leichte Animation, weil wir jetzt hier, sag ich mal, ja nur drei Bilder haben. Du kannst das natürlich noch erweitern, dir natürlich noch eine richtig flüssige Animation machen. Aber ich denke mal so, für den Start geht das ja. Kleiner Tipp oder vielleicht kleine Info. Übertreib nicht unbedingt das Animieren von Sachen. Vergiss nicht, diese Sachen werden immer zu geladen. Das heißt, ja, jede dieser ganzen Blöcke wird ja immer zu durchgehend geladen, geladen, geladen. Falls du das übertreiben solltest, könnte es sein, dass dein Spiel laggt oder vielleicht auch abstürzt. Aber nur, wenn du es wirklich zu doll übertreibst mit zu vielen Animationen, weil die ganzen Blöcke werden ja immer generiert, generiert, generiert. Und daher würde ich das in Maßen halten oder halt so nicht alles auf einmal anlassen von Animationen. Ich weiß ja nicht, da kriegst du ja alle Sachen, alle möglichen Sachen. Kannst ja Windräder basteln, Flugzeuge, die rumfliegen, Autos, die rumfahren. Ne? Damit könntest du dann so alles Mögliche animieren. So, wir machen die Animation mal wieder aus. Und das war's schon. Ich sag mal, dieser Kopierblock, ne, ist eigentlich dann nur der, der, sag ich mal, von unseren Koordinaten, die wir hier eingegeben haben, denn da hingesetzt wird. Das heißt, wenn ihr den nicht sehen wollt, müsst ihr, wenn ihr das, sag ich mal, Bild für Bild schon abspeichert, diesen Block dann auch irgendwie verstecken. Weiß ich. Setzt ihr jedes Mal denn hier irgendwie Erde hin, dass man den nicht sieht. Ne, verbuddelt ihn unter der Erde, wie ihr wollt. Ne? Das müsst ihr dann aber auch bei jedem Bild machen, weil sonst ploppt er auf einmal auf und dann sieht man ihn. Wir sind nun am Ende wieder angelangt. Jetzt kennen wir uns aus mit dem Strukturblock, können jetzt loslegen mit dem Animieren, Drehen und Kopieren. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß jetzt beim Ausprobieren und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!